ich habe immer so ein wunderschönes Bild vor Augen, über einfach einen Platz zu gehen, auf dem gerade ganz viele Autos parken. Man nennt es, glaube ich, Parkplatz. Das Wort habe ich lange nicht benutzt, denn ich suche eigentlich immer nur Fahrradständer. Und alle Fassaden um mich herum sind voll grün. Also so grüne Fassaden. Und da, wo sonst Autos stehen, spielen Kinder und malen so Kreidebilder und müssen keine Angst haben, überfahren zu werden. Am Rand des Bildes fahren FahrradfahrerInnen lachend über eine Straße, in der sie keine Sorge haben muss, dass irgendein LKW mal wieder keinen Abbiegerassistent hat. Und irgendwo ist ein Brunnen und irgendwie trifft sich da das schwule Paar gerade mit der jungen Frau von nebenan und irgendwie ist einfach total heitere Stimmung. Es ist ein bisschen wie auf dem Dorf, aber mitten in der Stadt, weil es Begegnungsräume gibt, mitten in der Stadt. Und es gibt einen Baum, der spendet Schatten, deswegen erhitzt nicht alles, nicht alle Flächen sind versiegelt, sondern wir sind dann irgendwie auch noch resilient gegen die ansteigenden Regen, die kommen. Und wenn mal ein viel zu doller Regen kommt, dann haben wir einen großartigen Katastrophenschutz, der uns aber sofort rettet und dann, was auch immer kaputt geht, sofort bezahlt und dafür sorgt, dass die Existenzgrundlagen der Menschen, die rund um diesen Platz leben, nicht verloren gehen, weil wir vor 25 Jahren zu doof waren, die Erderhitzung auf unter 1,2 oder 1,5 Grad zu halten. Sondern wir sind resilient als ganze Gesellschaft. Das ist mein Bild und das ist sehr, sehr gesund.